Willkommen zurück bei Father and Son, Play for Fun. Und jetzt der zweite Teil. Und erstmal den Hund streicheln und dann fahren wir eine Runde. Ah nee, erst in die kalte Ecke und dann fahren wir eine oder den schwarzgebrannten Weg. Bevor wir lange in warmen Klamotten am Feuer warten. Einfach frieren. So, Maske ab. Alles klar, da hinten ist der legendäre Marmorfuchs oder was das ist. Denke ich zumindest. Irgendwo hier war es ja gerade. Oder mehr hier. Keine Ahnung. Da war es wieder. Was ist denn? Was soll's? Haben wir ja heute, glaube ich, sowieso nichts mit zu tun, oder? Naturkundler, 24 Stunden kein Tier getötet, deswegen. Kann uns das legendäre Tier egal sein. Da hinten ist es, wie gesagt. So, friert er jetzt auch mal? Bei minus 9 Grad. Und hier mit kalten Füßen. Jawohl. Und dann fahren wir den schwarzgebrannten weg. So, die Sache erledigt. Also wie gesagt, ob es heute die neuen Rollenherausforderungen werden, weiß ich nicht. Ich muss auch gleich noch ein bisschen was im Haushalt schaffen. Aha. Hier ist es. Da wollen wir mal. Ring. Ach so, wo wir gerade hier sind. Vogeleier war es, ne? Okay. Das ist ja gar nicht so schlecht. Das und das machen, haben wir bestimmt schon alle, die wir brauchen. Produktion abgeschlossen. Okay, I've got a job for you when you're ready. We have a batch ready to go. C'est parti. Oh, wir haben keinen, der uns richtig Knete gibt. Egal. Bien. Get yourself ready or we will be late for the buyers. Ja, komm, quatsch nicht so viel. Rush, eh? More speed, less haste, as you say. I tell you something. Back in France, working with my father, we could deliver 200 bouteilles of Calvados in a single afternoon. With only a cigarette for breakfast. That was the life of a real bouilleur de cru, eh? Well, do what you can. I trust in ja, you. Ist gut. Drive well. Ist gut. Immer so viel zu erzählen, ist ja irre hier. So, Kinokamera an. Und auf geht's.
eben schnell hier die paar Meter fahren. Kann sich ja nur um Stunden handeln, ne? Ich weiß, das ist ein bisschen, naja, langweilig will ich nicht sagen, aber es gibt Spannenderes. Aber auch das muss erledigt werden. So, wir fahren jetzt hier den großen Weg, denn wir wollen ja Meter machen, ne? Schon wieder irgendwas los, man hört die Knallerei. Was ist denn da los? Was ist denn da? Da gehe ich doch mal gucken. Was ist denn da für ein Theater? Mann, die Zeit haben wir doch, oder? Ein Bär. Was macht da ein Grizzlybär? Habe nicht gesehen, ob der da noch hängt. Aber ich kann mich ja nicht um alles kümmern, ne? Das war natürlich jetzt taktisch unklug, ne? So, jetzt gibt ja auch mal ein bisschen Gas. Aber dass da ein Grizzlybär ist, das habe ich ja noch nie gehabt. Ja, mach ich doch. Little close. Stop that wagon a minute. Bureau search. We're looking for contraband. Moonshine mainly. Ja, ist gut. Let's see. Let's see. Now, what could you be hauling? I wonder. You can go. Move along. Ja, ich gebe alles. Move along. So, wieder schön wechseln, ne, auf Kinokamera. Und weiter geht's. Oh. Ich habe etwas Schwarzgebrannten verloren. Jetzt kriegen wir noch weniger Kohle. War ein bisschen zu schnell gefahren hier. Kann ich jetzt eigentlich gucken, wie weit hier... Ja, wir haben ja noch Zeit. Boah, guckt euch das an. Wie weit man da fahren muss.
ist ja richtig nervig. Das geht ja gar nicht. Das Pferd ranpfeifen. Jetzt haben wir echt richtig Geld verbrannt. Und wie viel gibt's dafür? Naja, gut, fast 200 Dollar. Besser als nix, ne? Aha. Aber ich glaube, das ist hier nur eine Münze, ne? Gut, was heißt nur? Dann setzen wir mal eben die Markierung hier. Da unten müssen wir hin. Vogeleier. Hier so ein bisschen wie immer querfeldein. Aha. Ein Pflänzchen. Sag ich euch wo? Hier. Ah, nee. Eine gesuchte Person. Obwohl, da könnte man die Bola-Nummer machen, ne? War nicht so einfacher? Ach, ist doch auch drauf, ne? Müssen wir den eigentlich lebendig abliefern oder spielt es wieder keine Rolle? Da sind die Eier. Wo ist der? Oder die gesuchte Person? Da ist sie. War das nicht irgendwie mit Bolas? Habe ich das wieder falsch gelesen? Wollte ihn gar nicht treten hier. Was war das denn? War das wieder vom Pferd aus mit dem Lasso? Kopfgeldjäger, gesuchte Person, lebendig fotografiert. Okay. Das war das. Das war das. Ich hab ja nie aufgepasst. So. Ich will nicht, dass er mir wegläuft eigentlich. Oh. Aber schon mal ein paar Vogeleier. Drei Stück. Fünf brauchen wir, glaube ich. Das kriegen wir wohl noch hin. Ja, dann auf nach Strawberry. Das ist ja Gott sei Dank hier um die Ecke. Jetzt muss ich aber nochmal eben gucken. Kopfgeldjäger. Also, innerhalb von einer Stunde. Ah. Gott
Gott sei Dank ist Strawberry ja hier um die Ecke. Not for me. Es war überhaupt nicht das, was ich vorhatte, aber ganz ehrlich. Ach ja, komm, bleib locker. Da oben liegt auch noch was. Hier ist auch noch irgendwas. Ah, wir kriegen wieder nichts fertig. Well, you'll get the going rate as soon as they're in a cell. Take them down there. Here's what's yours. Da hört man schon. Ich denke, heute liegt hier unten eine Karte. Da ist sie. Ah, hier ist noch mehr. Hier ist hier. Gut. Dann wird das mit unserer neuen Rollenherausforderung heute, glaube ich, sowieso nichts. Jetzt werde ich ja hier schon wieder abgelenkt, quasi. Und wir müssen ja noch zurück zur Schwarzbrennerei. Die nächste Charge da anwerfen. What's your business with that man? Da oben liegt nämlich noch eine Karte. Schnell nach, also nicht nach Hause, aber zur Schwarzbrennerei. Dann fix wird angeworfen. Bonjour. Voilà, I have some ideas. There are things you could do to lower the price. Machen wir richtig was fertig hier. A good sale. Excellent. Dann geht's hierhin. Aber zuerst schauen wir mal, ob hier unten noch was zu holen ist. Aha. Zeige ich euch auch, hier ist es. Direkt quasi in dem N. Schon wieder. Ist hier etwas? Nee.
weiter. Ja, wir machen wieder so ein bisschen querfeldein hier, ne? Komischen alten Holzhütten. Da müssen wir auf jeden Fall gucken. Muss ja irgendwo jetzt hier langsam. Meine Güte. In diese Richtung gehen hier. Weil manchmal ist da ja auch was. Meine Güte. Jetzt gibt es keinen Unfall hier. Ich sehe das schon. Ist ja manchmal was im Kamin. Oh, hier tickt's auch. Aber wo ist das dann? Hier? Okay, zeige ich euch auch. Hier ist es. Ich hoffe, es ist Schmuck. Jawohl, verlorener Schmuck. Ach, Kinder. So, nehmen wir auch. Ah, Familienerbstücke war es gar nicht, verlorener Schmuck. Ja, ich hab's auch heute, ne? Mit dem nicht richtig lesen. Wo finde ich denn noch Familienerbstücke? Valentine vielleicht, ne? Oder in der Nähe der Emerald Ranch. Ja, schauen wir mal. So, jetzt hier Vogeleier. Wo sind die? Oh oh. Übermut tut selten gut. Oh, direkt bei Harriet hier. Jetzt kleiner. Da sind sie, so. Was soll's denn hier? Dann haben wir die 5 Stück aber auch zusammen. Jawohl. Das treue Pferd kommt auch zurück. So, jetzt erstmal eben nach Hause, was richtiges kochen. Nach dem Sturz. Mann, Mann, Mann. Ja klar. So hat eh noch genug zu tun. Jawohl. So, so ist besser. Also, uns fehlt ja im Prinzip nur jede Menge, ne? Ja, zwei Sachen. Das wird nix. Schwarzgebrannter. Hat ja leider nicht geklappt. Sammler. Könnten wir jetzt noch hinkriegen. Händler ist fertig. Kopfgeldjäger. Warte. Wie viel muss man da machen? Kopfgeld innerhalb einer Stunde abgeschlossen. Aha. Ja. Wir düsen mal eben nach Valentine.
Gucken wir, ob wir da noch was finden. Und dann wisst ihr ja auch, wie es geht. Ich muss ja selbst nicht immer die neuen Rollen Herausforderungen schaffen. Points würde ich hier gerne. Aha. So ein paar Points würde ich gerne noch einsacken hier. Gut, dann denke ich, haben wir hier die Pulle auch noch. Checken wir eben hier das Hotel. Ne, da ist heute nichts. Sonst wird man es direkt merken. Gefühlt ist da sonst immer was. Eben eine Emerald, eine Chance haben wir dann noch. Und wenn nicht, dann machen wir trotzdem Schluss. Aber er will nicht mal ein Lager aufschlagen, hat er sich überlegt. Nur jetzt aber. Wo ist die Ranch? Da ist sie. Eben hier die üblichen Stellen abgrasen. Aha. Das ist auch meist eine Münze, ne? Ja. Da oben ist auch nichts. Ziege, ne? Eine zweite Ziege. Bräuchten wir noch. Oder heute, oder? Klar. Jetzt heute keine. Ja, ja, da war's ja recht. Ja, war knapp, hat aber gepasst. Ja. Und ihr wisst ja, ein Zentimeter Luft reicht. Da ist der legendäre Bison. Meine Güte. Was hält der denn alles aus heute hier? Nehmen wir mit. Besser können wir das am Lager nicht auffüllen. Da in der Hütte, ob wir da noch irgendwie ein Familienerbstück finden.
Wenn nicht. Halt. Da. Aha. Irgendwas ist hier. Es kann natürlich auch eine Tarotkarte sein. Die da sonst liegt. Oder hier. Und die ist es auch. Schade, schade. Weil sonst liegt ja hier schon mal was im Schrank. Klar, heute nicht, wo ich es brauche, ne? Nö. Ja. Alter, 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 alter. Jetzt habe ich mir hier komplett verrannt hier. Da geht's raus. Eben noch da hinten bei dem. In der Story hat der Typ ganz viele Ziegen da hinten. Und dann treten wir die Heimreise an. Und hier am Schild sammeln wir trotzdem noch was ein, ne? Wo wir gerade hier sind. Auch das zeige ich eben genau hier. Und da geht's jetzt noch hin. Und wenn nicht. Wenn da nichts ist, dann ist das so. Wir müssen ja nicht immer gewinnen. Nee, weil hier liegt manchmal was. Aber dann ganz ehrlich. Nehmen wir den Schmuckmauer mit. Feierabend hier. So, Lager aufschlagen. Ab nach Hause. Ja, da hat er recht, so viel Zeit muss sein. Da ist natürlich jetzt die Kopfgeldjagd. Ne? Ich spende das mal eben. Wir könnten ihn ja lebendig fotografieren. Und Schluss mal. Und wenn ich dann heute spät in der Nacht noch Zeit habe, würde ich ja noch irgendwo Erbstück sammeln, suchen. So. Na komm, wir versuchen ihn wenigstens lebendig zu fotografieren, oder? Eben hier checken, wo sind die Jungs? Der Rote ist es, ne? Der ist es. Der ist es, also können wir den wegblasen. Den auch. Bola raus. Fesseln. Aufladen. Abgeben. Foto raus. Und vielleicht mache ich dann heute später nochmal was. Ah. Ich hätte die Kamera wegpacken müssen, ne? Ja, und das dauert jetzt kurz, das Laden. So, jetzt ist er weg. No, sorry. So, zeige euch das eben hier. Kopfgeldjäger, da, zwei Stück. Jetzt bringe ich den aber noch eben nach Strawberry, was soll's denn? So, hier. Durchs Lager, das findet er super, passt mal auf. Wo ist er, der Kompagnon? Da ist er. Ja, er zieht sofort die Knarre.
Folge natürlich deutlich länger. Ja, was soll's denn? Das können wir uns ja nicht entgehen lassen hier, oder? Also das mit den Bolas ist schon manchmal echt gut, das muss man ja wirklich sagen, ne? Ein Fähchen, der mit schön ab vom Pferd. Wenn man sie sofort fesselt, hat man sie auch wieder. Jesus Christ. Oh, heute mal kein Schatzsucher, was? Sonst haben wir ja immer Glück hier. Sag mal, geht's noch? Komm ran hier. Well, you'll get the going rate as soon as they're in a cell. Take them down there. Payment's here. So, jetzt aber. Ab nach Hause für einen Dollar. Und jetzt gucken wir nochmal eben. Einen müssten wir jetzt noch lebendig fotografieren. Ich zeig's mal eben. Einen noch fotografieren. Ja, das wird ja nix. Das wird ja auch nix. Sammler könnte was werden. Händler haben wir durch. Aber die Folge ist auch lang genug. Dann Hund streicheln, Schluss machen. Wenn er sich denn streicheln lässt. So. Das war's für heute. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son. Play for fun.